gestern an der Pfarrer Schuwan Neumann und der Besatzung möchte ich Sie erstmal recht herzlich an Bord begrüßen und wünsche einen angenehmen Aufenthalt bei uns. Wir befahren die Havel-Oderwasserstraße durch Schiffseeberg Niederfino, wollen gemeinsam die 36 Meter Höhenunterschied heil überstehen. Wir befinden uns hier auf einem Teilstück dieser Wasserstraße, dem Flutgebiet der Alten Oder. Alte Oder deswegen, die wurde unter Friedrich dem Großen begradigt. Man hat zwischen Küste Biesel und Hohensaaten einen Damm geschüttet und den Verlauf der Oder 8 Kilometer ostwärts verlagert, das Oderbruch gewonnen. Die Havel-Oder-Wasserstraße beginnt in Berlin-Spandau mit dem Kilometer 0, endet in Friedrichsthal mit dem Kilometer 135, geht in die Westoder. In Fahrtrichtung an der rechten Seite haben wir die untere Zufahrt zur Schleusentreppe. Versuchen die Tore einzufahren oder wir haben Probleme an der Zufahrtsbrücke, kann man innerhalb kürzester Zeit dieses Tor absenken und ein Auslaufen der Gesamtfläche verhindern. Wenn wir rechts über das Geländer dieser Brücke schauen, da sehen wir eine Stahlspundwand. Hier befindet sich bereits die Zufahrt des neuen Hebewerks Niederfino.
So, während des Anlegens auf den Plätzen sitzen bleiben.